Ich grüße euch, ihr Lieben, zu einer weiteren Praxisübung. Urlaub ist vorbei und ich war auch ein bisschen unterwegs. Demnächst habe ich ein schönes Konzert, wo ich das Euphonium spielen muss. Deswegen bin ich heute mal hier mit dem besten Prestige unterwegs am Üben. Und ja, ich habe von euch Fragen bekommen. Eine Frage zum Beispiel war letztes Mal, wie schaffst du es, über einen längeren Zeitraum hinweg zu spielen, ohne zu atmen, also lange Phrasen zu spielen? Machst du da besondere Übungen, irgendwas in dieser Richtung? Und tatsächlich ist mir dann eingefallen, dass ich da keine speziellen Übungen dafür mache, aber dass ich jeden Tag, immer, wenn ich das Instrument an die Hand nehme, dass anhand von dem, was ich spiele, solche Übungen tue. Also ich übe das jedes Mal, wenn ich das Instrument in der Hand habe. Und wie mache ich das? Vielleicht ist es ganz interessant. Mein Lehrer damals hat mich immer unterrichtet, auch mit Gedanken, die er mir immer mitgegeben hat. Und es gibt da einen Spruch, der ist hochinteressant, den kennt der ein oder andere von euch vielleicht auch. Und der ist auch im wahren Leben eigentlich immer gut anzuwenden. Und der heißt, achte auf deine Gedanken, denn irgendwann werden sie Worte und dann werden sie irgendwann Taten. Also ganz kluger Spruch, der tatsächlich, wie gesagt, auch im normalen Leben stimmt. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich fahre bei mir zu Hause jeden Tag an einem Grundstück vorbei, was vielleicht meiner Familie oder irgendwem gehört. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich möchte mal ein Haus bauen irgendwann. Das wäre doch ein tolles Grundstück. Jetzt fährt man vielleicht jeden Tag an diesem Grundstück vorbei oder jede Woche über ein halbes Jahr, Jahr, vielleicht sogar über 2, 3 Jahren. Und immer stellt man sich vor, oh, da ein Haus hinbauen, das wäre toll. Das sind die Gedanken. So, nachdem ich da immer wieder vorbeigefahren bin, bin ich vielleicht irgendwann mal zu meinem Vater gegangen und habe dem gesagt, die Idee hätte ich, da würde ich gerne ein Haus hinbauen. Was meinst du denn dazu? Geht das überhaupt? Und ja, dann sind diese Gedanken Worte geworden. So, und wenn dann der Vater vielleicht sagt, ach, das finde ich eine tolle Idee, ja, das Grundstück kannst du haben. Das müssen wir erstmal beim Bauamt nachfragen, ist das Bebauungsland und so weiter. Wenn das alles funktioniert, kann es sein, dass irgendwann der Bagger vorfährt und die Kellergrube aushebt und dann wurden es Taten. Also alles, was in den Gedanken passiert ist, gegenüber in Worte und dann in Taten. Also das ist ein Beispiel. Und so hat mich mein Lehrer auch immer versucht, oder was heißt versucht, so hat mich mein Lehrer auch immer unterrichtet. Er hat mir ganz viele Dinge mitgegeben, die ich immer in den Gedanken haben muss, wenn ich am Instrument sitze. Zum Beispiel hat er mir gesagt, wenn er wollte, dass ich besonders groß, mit viel Luft und besonders fett spiele vom Sound her und nicht dünn. Ne? Natürlich gibt es dann die ganzen Erklärungen hier, Mundöffnung größer machen und so, mehr Luft geben. Aber er hat mir einfach gesagt, hier, schau mal, das Instrument hat ganz viele Kurven, Windungen. Und wenn du reinspielst, muss jede Windung mit Luft gefüllt sein. Vom Gedanken her. Oder er hat mir gesagt, wenn ich atme beim Spielen, ne, wenn ich einatme, muss in dem Moment der ganze Sauerstoff, die ganze Luft bei mir zu mir rein, sodass der Nachbar, der neben mir sitzt, in Ohnmacht fällt. Ne? Also nur als Gedanke. Und mit diesen Gedanken geht man ran. Und so habe ich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt bei diesem Thema, wie lange kann ich spielen, ohne zu atmen, das habe ich mir selbst unterrichtet, ohne dass es jemand vielleicht gemerkt hat. Ich bin zum Beispiel hingegangen, habe dann in meiner Heimatkapelle beim Auftritt Böhmischer Traum. Ja. Jetzt habe ich mal versucht, dieses Trio wirklich 16 Takte hier durchzuspielen. Da-da-di-di-di-di, da-da-di-di-di-di.
oder die und dann atmen. Ne? So, wie habe ich das gemacht? Ich habe mich beim Auftritt hingesetzt und habe einfach mit dem Bleistift mir einen Strich gemacht. Zack, bis dahin möchte ich spielen. Ich probiere es mal, ohne dass das jemand rechts und links von mir mitbekommen hat. Dann habe ich das probiert und was ist passiert? Es ging schief. Natürlich, wenn ich das erste Mal tue. Nächster Auftritt, ich schlage diese Noten wieder auf, sehe diesen Bleistiftstrich und denke, ah, jetzt probiere ich es wieder. Was ist passiert? Natürlich, es ging wieder schief. Und das habe ich so lange gemacht, ich glaube, es ging 5 oder 6 Mal, bis ich alles so eingenordet habe, richtig Luft geholt, nicht zu so viel gegeben und so weiter. Und dann habe ich es geschafft. Und dann dachte ich, aha, jetzt habe ich ein Erfolgserlebnis nach dem 5. Mal. Und was war? Es waren die Gedanken, die ich daran hatte. Ich möchte es versuchen, das zu üben, vielleicht an dieser Stelle. Dann die Worte in dem Sinn, dass ich es anging. Ich habe mir einen Strich gemacht und dass ich nicht davon abgekommen bin. Immer wieder habe ich dran gedacht und habe es getan. Und irgendwann hat es funktioniert. Und das sind Ansätze, an die nicht nur irgendwelche Flauxeln für mich sind, sondern an das glaube ich schon ganz oft. Oder ganz, wie soll ich sagen, an das glaube ich sehr, dass es funktioniert. Denn immer wenn ich mich mit irgendwas beschäftige und wenn ich mir über irgendwas nachdenke und wenn ich daran versuche nachzudenken, versuche das gut zu machen, wird es mir irgendwann gelingen. Der Umkehrschluss ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Also als Beispiel, ich setze mich hin an die Noten und ich bin damit beschäftigt, wie greift man das? Und habe nichts anderes im Kopf, außer wie man das greift. Nur als Beispiel, ich kriege irgendwelche neuen Noten, zum Beispiel jetzt irgendwie sowas, noch nie gesehen, dann lege ich die hin, dann schaue ich mir an, aha, was ist das für ein Stück, was ist das für Musik, ist es eine Polka, ist es was Klassisches, ist es was Modernes oder irgendwas in der Richtung. Okay, dann schaue ich, was habe ich für einen Takt? Ah ja. Was passiert da rhythmisch? Kann ich das gleich lesen? Ist das schwer? Was für Vorzeichen stehen da? Je nachdem, was es für Musik ist, wie spiele ich es von der Stilistik, mache ich mir vorher Gedanken. Dann mache ich mir ganz viel Gedanken, in welchem Raum sitze ich? Ich sitze also hier in einem Übezimmer. Da klingt es meistens nicht so schön, weil es einfach alles so sehr direkt ist und dumpf und man hört manchmal mehr Luft oder Geräusche als Ton. Das ist natürlich anders, wie wenn ich im Konzertsaal sitze. Und dann fange ich das an zu spielen, beziehungsweise zu üben. Und dann stelle ich mir auch immer vor, wo wir da bei den Gedanken sind, ich stelle mir immer vor, mir hören irgendwelche Leute zu und ich möchte versuchen, es so zu spielen, dass die Leute sagen, boah, das klingt ja toll. Ja? Und das ist das, was ich jetzt damit meine. Das war eben nicht eine Kritik, dass man sagt, man ist nur mit beschäftigt, wie man das greift, sondern wenn man all diese Gedanken hat und immer wieder hat und sich da immer wieder drauf einstellt, dann wird das irgendwann besser und es wird funktionieren. Wenn ich immer den Gedanken habe, ich möchte hier mit viel Luft ganz dick spielen. Dann werde ich irgendwann breiter klingen. Wenn ich den Gedanken habe, ich möchte mit viel Herz und Emotion spielen, diese Stelle. Wenn ich mir das immer wieder vorstelle, werde ich irgendwann emotionaler spielen. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist also kein Humbug oder irgendwie sowas. Die Gedanken, wenn man das Instrument in die Hand nimmt, sind ganz wichtig, wenn ich irgendwas verändern möchte. Wirklich sich Eselsbrücken bauen und sich Dinge vorstellen. Und sagen, und das mache ich. Ein Satz, der mein Lehrer auch zu mir gesagt hat, wenn ich was gespielt habe, was gleich schief ging, dann hat er immer gesagt, du bist der Chef. Du steuerst hier rein, was dieses ausführende Instrument in dem Sinn tut. Nicht umgekehrt, nicht das Instrument befiehlt mir, was ich mache, sondern ich. Ja? Und wenn man mit diesem Gedanken an Noten geht und jetzt, dann wird es nicht beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten, dritten, vierten, fünften auch nicht, aber irgendwann wird es funktionieren. Daran glaube ich ganz fest. Und diese Gedanken wollte ich euch auch mal mitteilen, ohne dass wir jetzt hier eine besondere Übung machen. Aber es ist immer ganz wichtig, mit welcher Einstellung gehe ich daran. Wenn ich das Instrument in die Hand nehme und sage schon, ah, das werde ich nie hinkriegen. Oder
Das höre ich oft, dass irgendwelche Leute zu mir sagen, wenn man dich spielen hört, ja, da kann ich ja aufhören. Das ist die falsche Einstellung. Ich muss das Instrument in die Hand nehmen und muss sagen, so, jetzt habe ich das Euphonium. Das sieht so toll aus. Und das spiele ich jetzt wie der Steven Meade. Nein, ich spiele es besser als der Steven Meade. Versteht ihr, was ich meine? Man muss immer mit den Gedanken dabei sein. Erstmal, dass man sich über diese ganzen Dinge, die man tut, eben auch Gedanken macht. Und dann versuchen, das in der Praxis umzusetzen. Und es immer wieder mit positiven und geradeaus Gedanken tun. Und dann glaube ich ganz fest daran, verbessern wir uns unser Spiel, unser alles, was wir tun, um diesem Instrument Töne zu entlocken. Das wollte ich euch schon lange mal sagen. Ich habe nur nicht genau gewusst, wie ich das jetzt in der Übung verpacke. Das wollte ich jetzt auch nicht tun. Ich wollte es euch hier einfach nur erzählen und dachte, ich mache jetzt ein Video und rede einfach los. Okay. Ja, wir sehen uns bald wieder. Ich danke euch und zum Abschluss achtet auf eure Gedanken, denn diese werden Worte und dann werden sie vielleicht irgendwann auch Taten. Macht's gut. Ciao.